Weil früher hast du nur mit dem Rechtsklick gemacht und dann hast du quasi, ja, was hat der jetzt eigentlich gesagt? Oh cool. Oh, Alter, nice. Servus meine Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge TerraTech. Hat sich viel getan in der letzten Folge. Ich habe ein bisschen was verändert noch. Wie ihr seht, unsere Fabrik ist ein bisschen gewachsen und hat sich etwas verändert. Und der Standort ist anders. Ich habe das Ding versetzt. Wir waren vorher... wir waren vorher weiter da hinten. Hier wo die... Ich gebe mal Mauszeiger gerade drüber, wie ihr unten rechts seht. Hier hinten waren wir. An der Trading Station. Hab das aber mal verlagert, weil hier sind Rohstoffgründe, die kann ich, wie ihr seht, erschließen und kann das halt in meine Produktion einbauen. Und ich habe halt so ein bisschen meine Produktion halt verbessert und verändert. Ich habe zum Beispiel, hier habe ich meine ganzen Batterien mal hingesetzt. Das heißt, ich will hier wirklich meine Hauptbasis hinbauen, was ich später mal als Hauptbasis nennen kann. Also ich würde es zumindest so nennen dann. Und aktuell habe ich das halt so gebaut, dass ich halt hier vorne, das ist übrigens mein, der sammelt die ganze Scheiße gerade ein, sehe ich gerade, Moment, das müssen wir mal gerade eben hier wegmachen, das ist nicht so, das soll nicht der Fall sein. Mein kleiner Rohstoffverarbeiter oder Rohstoffholer, der ist ja gerade alles am Einsammeln, Moment. Stellen wir mal gerade hier hin, dass mal alles gerade eingesaugt wird, so, Moment, alles klar. Nein! Lauf da nicht. Verdammt, ich muss mal alles hinstellen. Ich habe den umgebaut, wie ihr seht. Also der ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert. Ich habe jetzt zwei von diesen Abbauern da hinten dran. Finde ich auf jeden Fall effektiver. Und habe den auch mal mit ein bisschen Klamotten ausgestattet, dass er sich unterwegs auch verteidigen kann. Ich habe den, wie gesagt, hier hinten habe ich sogar noch Solargeneratoren drauf gebaut und habe so ein bisschen Kanonen noch dran gebaut. Also ihr seht ja, was sich verändert hat. Da habe ich hier so einen kleinen Turm noch hingesetzt. Ich habe ihn den T-Turm genannt. Das Ding ist sehr effektiv. Aber ich habe natürlich hier noch zwei Riesentürme hingebaut. Den habe ich auch nochmal neu gebaut mit dieser riesen Flak oder diesem riesen Kravenzmann. Der dicken Bertha, wie sie heißt, habe ich auch noch hingebaut. Und hier vorne ist mein alter Verteidigungsturm, der aber, denke ich, bald abgebaut wird, weil der ist nicht sonderlich effektiv. Weil der ballert in alle Richtungen, was du kannst. Und ich habe das System damals noch nicht verstanden gehabt, wie ein Turm funktioniert. Denn ein Turm funktioniert einfach so, da wo die Turret hinguckt, dann schießt die natürlich auch. Das heißt, wenn du Kanonen nach hinten setzt, dann schießen die auch nach hinten. Das heißt, die schießen ja nicht nach vorne dann. Ne? Also du musst einen Turm halt so setzen, dass halt alles in eine Richtung guckt. Wie man bei dem sieht, habe ich nicht ganz hingekriegt. Und ja, wie gesagt, das ist aktuell meine Basis. Ich bin halt gerade dabei, die aufzubauen. Ich wollte einfach mal wieder einen Stand liefern, wie das gerade aussieht hier. Ich bin halt gerade noch dabei, meine ganzen Sachen hier zu schützen. Mit Panzerplatten bin ich halt hier noch dran, dass ich hier meine, dass ich hier einfach meine Sachen schützen kann. Ich habe auch gerade gemerkt, das ist hier Blödsinn, was ich hier gebaut habe. Ich wollte nämlich quasi einen Schlitz hier lassen, damit ich sehe, wie viel die Batterie hat. Aber wenn ich auf das Ding gehe, sehe ich hier unten, weil ich habe hier irgendwo, habe ich hier eine Batterieanzeige angebaut. Sehe ich sowieso, wie viel Strom ich noch habe. Da das ja wirklich, wie gesagt, meine Basis jetzt halt hier auch ist. Wir müssen halt nur dafür gucken, dass wir halt die ganze Basis komplett hier mit Reparatur- und Schildbabbeln ausrüsten. Denn Strom werde ich aktuell noch genug haben. Zumal ich habe hab hier hinten einen Generator dran gesetzt, den habe ich hier vorne eingespeist. Kann man mal sehen, wenn ich auf den Turm gehe. Hier vorne. Der nimmt sich automatisch, das ist nämlich Kohle. Hier sieht man nämlich, ich gehe mal drüber. Carbiderz, hier öliger, staubiger, fossiler Brennstoff, der zu einem essentiellen Sprengstoff verarbeitet werden kann. Er kann auch von Generatoren verwendet werden, um viel Energie zu erzeugen. So, und ich sehe gerade hier hinten, das ist ein bisschen deplatziert. Ich muss hier hinten noch einen Aufnehmer hinsetzen. Weil hier fliegt das nämlich alles raus und wird nicht eingezogen. Dann machen wir hier noch so einen, zack, noch so einen Aufnehmer rein und fertig. Weil ich habe nämlich auch das ganze Band hier hinten, habe ich auch mit Reparatur und Schildbabbeln ausgestattet. Das heißt, wenn mich jemand angreifen sollte, dürfte ich hier relativ sicher sein. Und was ihr natürlich auch vielleicht schon gesehen habt, ich habe hier ein kleines Flugzeug mir mal gebaut. Ich habe mich mal in einem Flugzeug versucht. Das Ding fliegt auch, nur leider ein bisschen schwierig. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, wie das mit dem Fliegen funktioniert. Ich habe mich da, wie gesagt, so ein kleines bisschen mal dran versucht.
das Ding fliegt aber nicht sonderlich gut. Daher, ich lasse es erstmal noch hier stehen, weil, ja, ich habe erstmal andere Sachen, die ich machen möchte. Erstmal meine Basis richtig aufbauen. Jetzt will ich halt noch gucken, dass ich hier hinten noch die Abbaugründe erschließe und hier vorne die zwei, drei noch. Weil hier sind auch noch, glaube ich, zwei Stück, die könnte ich noch holen. Und hier hinten ist halt ein teures, hier ist dieses blaue Zeug, das könnte man halt holen. Und ich habe mir auch mal gecheckt, wie das mit dem Verschrotten geht. Ich habe letztens, habe ich in der Folge Geocop-Sachen verschrottet. Und habe mich gewundert, wieso gehen denn die anderen Sachen nicht? Ganz logisch, du kannst nur mit dem Geocop-Verschrotter, kannst du natürlich nur Geocop-Sachen verschrotten. Da haben wir jetzt hier nämlich noch einen GSO-Verschrotter und einen Fabrikator ist das. Oh, das ist ein Fabrikator. Das ist schlecht, das wollen wir natürlich nicht. Da habe ich mich vertan, da habe ich mich echt verguckt. Da dachte ich, das wäre auch ein Verschrotter. Ist es aber leider nicht. Das heißt, wir müssen den hinten erstmal einsaugen lassen. Ich habe hinten das Einsaugeding hingesetzt. Wird auch von der Reparaturbubble auf jeden Fall geschützt hier hinten. Und natürlich hier überall diese GSO-Blöcke, die großen, weil die halt die meisten Lebenspunkte angeblich haben. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe irgendwo gelesen, die haben wohl angeblich die meisten Lebenspunkte, die Dinger. So, und daher bauen wir das jetzt gerade eben hier noch wenigstens hinten zu. Weil das ist aktuell der Stand meiner Fabrik hier hinten. Ich will die auf jeden Fall noch besser bauen. So viel ist auf jeden Fall sicher. Ich will die auf jeden Fall noch besser bauen. Weil ich will hinten noch eine richtige Anlage bauen, mit der ich Sachen herstellen kann. Ich habe das in einem Video gesehen. Ich habe mir online, habe ich mir zwei, drei Videos angeschaut. Und werde das auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Aber ich denke mal, die wird jetzt so ohne mich klarkommen. Ich habe hier genug Verteidigungstürme hingesetzt. Die dürfte relativ gut sich verteidigen können. Okay, Ton ist auch an. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich auch gerade gar nicht Ton angemacht. So, machen wir hier die zwei, drei Kollegen mal eben kalt. Ich finde mein Tech übrigens ziemlich geil. Ich habe ein paar online gesehen, was andere Leute gebaut haben. Die sind halt eher auf die Schiene gegangen. Die haben kleine, schnelle, leichte Panzer. Die haben wirklich richtige Panzer gebaut. Aber ich mag das System, wie ich das hier habe, dass ich direkt auch eine Verkaufsstation drauf habe. Finde ich persönlich keine so schlechte Idee. Zumal ich auch jederzeit mich verankern kann und kann alles auch einsaugen. Haben die Leute, die ich gesehen habe, das nicht gemacht. Die waren eher wirklich nur auf Kampf ausgelegt. Und ich habe halt so einen richtigen... ich habe halt so einen richtigen Allrounder, habe ich ja. Wo ich wirklich alles mitmachen kann. Der kann ja Sachen einsaugen, der kann Rohstoffe schnell verarbeiten, der kann mir ein bisschen Kohle verschaffen und der kann sich verdammt gut verteidigen. Also das ist natürlich die stärkste Maschine, die ich hier habe. Und ich will heute mal noch ein paar Missionen mal machen. Ich möchte gerne in der Venture und in der Hawkeye möchte ich gerne vorankommen. Wir gucken mal, dass wir Hawkeye vielleicht als erstes machen, damit wir da auf Max kommen, weil ich würde gerne die Verkaufsstation kriegen. Denn ich glaube, die kriegst du nur, wenn du wenn du das Level maximiert hast. Ich habe ja die Venture, also die Geocorp-Verkaufsstation habe ich ja und die Geocorp. Wobei die Geocop ist gar nicht voll, sehe ich gerade. Wieso ist die denn am... keine Ahnung. Die werden natürlich hier gerade angegriffen. Ich greife da mal gerade nicht ein. Schauen wir mal gerade. Wo werden die denn angegriffen? Ach, da hinten wurden die gerade angegriffen. Weil die haben es alleine hingekriegt, das Ding zu killen, was da gerade angekommen ist. Das ist natürlich umso geiler. Also ich muss mir keine Sorgen machen, dass meine Fabrik hier zerstört wird, meine Basis. Ne? Also das ist natürlich richtig geil. Oh, hier haben wir noch zwei Reifen, die habe ich gern, die Reifen, weil das sind diese schnellen Venture-Corp-Reifen, da habe ich auch nicht wirklich viele von. Muss ich mal gerade mitnehmen. Nimm mit, du Sau. So, und dann geht's weiter. Jetzt gucken wir mal gerade, dass wir heute mal ein paar Missionen vielleicht mal machen. Ich muss in die Richtung auf jeden Fall, um die Missionen zu erledigen. Was ich natürlich auch machen könnte, ist, ich könnte, um es schneller abzuschließen, mir ein gutes Flugzeug bauen, dahin fliegen, weil das Fliegen geht natürlich deutlich schneller, und meinen dicken Korb einfach bapp dahin setzen und einfach alles zerstören lassen. Ne? Wie gesagt, hier waren wir vorher, ne? hier ist ja die Handelsstation, aber mir war das zu blöde, mich einfach neben eine Handelsstation zu setzen, nur um da täglich Missionen anzunehmen. Dann fahre ich da eben mal eben hin, mein Gott, ist doch nicht so schlimm, um Missionen anzunehmen, reicht das, weißt du. Und der Ort war auch nicht wirklich geil, weil ich musste viel zu weit laufen hier, um die Sachen immer zu holen. Weil das war ja alles dahin, das war ja alles hier hingebaut, ne? Und ich musste ja immer bis hierhin fahren, um das zu holen. Und da habe ich mir dann gedacht, weißt du was, dann suche ich mir doch lieber einen Ort, wo ich eine Menge Abbaugründe habe. Also, wie habt ihr das gesehen da hinten? Das sind ja diese Öldinger da. Und gehe dann lieber dahin und mach da meine Basis hin.
und ja, war dann wirklich auch natürlich ganz gut. Ich muss vielleicht nochmal gucken, dass ich vielleicht doch nochmal hier oder irgendwo anders, dass ich mir doch noch irgendwo die Abbaustände hinbaue, dass ich mir doch hin und wieder mal, wenn ich hier hinkomme, einfach mal die Ressourcen holen kann. Gut, dass jetzt hier so ein Assi durch die Gegend fährt. Also ich meine mit durch die Gegend draußen, dass man das gerade wahrscheinlich gehört hat. Du Assi. Okay, der dürfte hinüber sein. Oh. Egal, mal alles wegballern. Das Problem ist halt, ich kriege halt... Ich habe halt keine... da habe ich ja wirklich darauf verzichtet, dass ich vorne Bohrer oder sowas dran habe, weil die mir meiner Meinung nach nicht so viel bringen. Oh! Hallo! Hilf mir, ich werde angegriffen. Du musst mir helfen. Noise Bone. Oh, oh lol, guck mal hier. Ja, 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 komm. Ja, komm unter mich. Beschütze dich. Ich helfe dir. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Und der ist kaputt. Und der ist auch noch kaputt. Alter, das ging schnell. Ach, guck mal, wer sich unter mich gesetzt hat. Oh, ist das euch für mich so wie so ein großer Bruder, der gerade die kleinen Wichser auf der Dingens verprügelt hat, auf dem Schulhof verprügelt hat. Der sogar hat so, komm mit, ich hau die. Das war's, oder? Verteidige die... Ach nee, muss noch ein bisschen länger angreifen. Jo, Alter! Was geht denn mit dem... Okay, der war schnell tot. Ich war ganz sagen, was geht denn mit dem ab? Alter Schwede, voll der Typ. Oh, da kommt noch ein... Oh, kommt noch einer, Achtung. Ach so, 58 Sekunden muss ich verteidigen. Okay, ja, das geht mal hin. Was willst du denn? Ja, geht doch easy, ne? Pass auf. Tschüss. Easy. Ich wette aber am Ende kommt noch ein richtig dicker. Pass mal auf. Hundertprozentig. Und auf Wiedersehen. Boah, Junge, ist der explodiert. Leck mich am Arsch, ist der explodiert. Oh, guck mal, er liegt auf dem Boden. Oh nein. Mal kurz ausrichten. Moment. Damit wir auch mit unserer Gatling-Guns, unsere Railguns auch treffen. Warte mal, komm mal ein Stück zurück, weil die landen alle hier vorne. Was die Hooligans eine Lektion erteilt. Sehr gut. Macht der. Okay, Moment. Das Doof ist jetzt nur leider. Ich habe meine. Ja, verdammt. Ich habe meine. Mein Ding. Was ist das? Ja, der Verschrotter. Sehr gut. Ja, ich habe das hingekriegt. Yes, Mann. Ich habe die, ich habe den Einsauger von den Hawkeye gekriegt. Der ist nämlich ziemlich gut. Juhu. Ich muss mal unter dem... Ach, der ist mir jetzt. Oh, cool, der ist mir. Oh, ich habe dem geholfen und jetzt ist er mir. Oh, jetzt ist er mein kleiner Bruder. Guck mal. Oh, ist das cool. Yeah, cool. Ich habe eine Hawkeye-Jägerfahrerkabine. Juhu! Oh, ist das schön, guck mal! Oh, ist der süß! Oh, der ist so putzig! Den speichere ich mir mal. Pass auf, der ist echt süß. Ja, Nosebone. Ich speichere den so. Der ist cool. Oh, ist der süß. Okay, dann saugen wir den ein. Und wir saugen natürlich den dann auch ein. Zack! Ja, Mann, ist das geil! Richtig cool. Oh, da hinten ist ein Venture, den will ich holen. Moment, komm her. Ah, die Gatlings, die Railguns sind so krass einfach, was die an Schaden machen. Das ist so der Hammer. Ich will mehr Venture-Sachen nämlich sammeln, deshalb gebe ich schon mal da Mühe, dass wir da so ein bisschen mehr Klamotten kreieren von. So, 10.000 habe ich mittlerweile. Das ist sehr gut. Will aber noch mehr davon machen. Die ist noch 800 Meter entfernt. 1,1. Ne, wir machen das hier. Wir machen die Mission. Oh. Was willst du denn? Ey, schieß nicht auf meinen Einsauger. Ich hau dich. Weg mit dir. So. Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die Mission. Ah, können wir es noch schnell verankern? Oder ist schon zu spät? Moment. Ja. Ja, toll. Oh, ist ja mal der Wahnsinn. Ich höre das gerade. Oh, danke, Entwickler. Dankeschön. Hört ihr das? Es gibt neue Musik.
Ja, boah, die Musik hat sich endlich verändert im Spiel. Mein Gott, das hat genervt mit der Zeit. Das hat wirklich genervt. Also, wenn du immer wieder dieselbe Mucke hörst, irgendwann geht dir das so auf den Zwirn. Wirklich, das ist, war wirklich extrem, aber ey, cool. Endlich hat sich mal die Musik auch verändert, ey. Na, endlich. So, leider haben wir jetzt leider da nicht volles, haben wir da nicht volles Leben. Volle Batterien. Bam, Junge! In your face! Hab ich eigentlich neue Waffen gekriegt von den Waffendingens hier? Ja, ich habe die Raketen bekommen. Oh, zumindest eine Batterie von den Raketen habe ich. Oh. Das ist zerstört worden, Moment. Das müssen wir mal gerade eben aufbauen. Wir haben ja zum Glück schon ein paar Hawkeye-Blöcke. Füllen wir damit mal auf. Und dann tun wir mal hier. Oh ja, guck mal. Alter, geil. Ich habe die ersten Raketen bekommen. Geile Sache. Ich habe, gut, ich habe zwar auch schon Raketen, ich habe hier oben die Raketenbatterie habe ich natürlich schon oben drauf, aber so von den Hawkeyes sind das, glaube ich, die ersten Raketen, die ich habe. Das ist natürlich umso besser für mich. So. Eigentlich könnte ich auch einen mobilen Verkäufer drauf machen, dass ich einfach währenddessen verkaufe. Ich muss eigentlich nicht immer alles verarbeiten, was ich hinten drauf habe. Klar, das gibt natürlich ein bisschen mehr Kohle, aber ich meine, das geht auch so. Trifft sich mit Sergeant Smash. Mal kurz mal jetzt erschießen, wenn wir gerade hier sind. Drauf da! Danke. Oh, leider nichts abgebaut dadurch. So, Sergeant Smash, was ist denn mit dir los? Was willst du denn? Oh, die wollen Stress da, können die haben. Kein Problem. Oh, endlich neue Musik. Oh, das wurde Zeit. Danke, Spiel. Ich habe scheinbar die letzte Aufnahme und diese Aufnahme war wohl zwischen dem Patch. Weil es hat sich auch was verändert. Ihr habt das vielleicht eben mal gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt. Die Animation von den Bändern hier ist anders jetzt auf einmal. Weil früher hast du nur mit dem Rechtsklick gemacht und dann hast du quasi, ja, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Achso, oh cool. Oh, Alter, nice. Oh, nice, Alter, das ist ja geil. Oh, richtig geile Teile habe ich gekriegt. Noch, noch eine Schildblase, das ist gut. Das ist gut, dass ich noch eine Schildblase bekommen habe. Das heißt, warte mal. Moment. Nein, falsch. Dahin. Zack und zack. Geil, ich habe einen Motor sogar gekriegt. Richtig geil. So, und ich habe Raketen bekommen. Das ist auch sehr geil. Pass auf. Die bauen wir natürlich direkt ein, die Raketen. Muss nur einen Platz finden, wo ich die jetzt hinbauen kann. Ich habe ein paar Schrotflinten verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es geht schon. Moment, wo ist die Rakete? Rakete, 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 Raketen. Liebe Raketen. Oh, geil, Omatico. Da, da fliegt sie. What? Hoffe, die ist einfach eine Rakete. Ich liebe sowas. Geile Sache. Okay, mega nice. Jetzt gucken wir noch gerade, dass ich die noch einbauen kann irgendwo, weil die ist auch sehr stark, die Knarre. Geht das hier? Ne, es geht nicht. Das ist zu wenig Platz. Geht das... Moment. Ginge das... Wenn wir das... So machen. Das geht auch nicht. What the fuck? Wie viel Platz braucht das Ding denn, ey? What the fuck? Moment. Die auch nochmal weg. Die nochmal weg. Jetzt aber. Auch nicht, Alter. Wie viel Platz braucht das Ding denn, ey? Okay, Moment. Dann machen wir es folgendermaßen. Dahin. Fuck, das passt nicht von der Breite her. Ich muss wirklich... Da muss ich ja alle abbauen. Alter. Da muss ich ja alle abbauen. Doch, da, guck mal. Da hat es kurz getriggert. Boah, komm. What the fuck? Alter, braucht das Ding Platz. So, warte mal. Oh, diese Musik. Oh, schön, ey. Endlich mal neue Musik. Ich fahre das gerade voll, wie man merkt. Richtig nice.
dann, jetzt gucken wir mal. Du kannst dahin. Jetzt kann ich natürlich. Ja, das ist natürlich jetzt das Ärgerliche an der Sache. Ich kann natürlich dann nichts mehr daran bauen, ne? Ja, will ich die wirklich haben jetzt? Ah, die ist schon eigentlich nicht schlecht, aber will ich die jetzt wirklich haben? Das ist Blödsinn. Also ganz ehrlich, also so dringend will ich die jetzt auch nicht haben. Da gucke ich, dass ich mal einen anderen Punkt finde, wo ich die draufbauen kann. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal bei dem, bei der Kombination, die ich aktuell habe. So, dann warte mal, bauen wir das wieder ran, was wir hier alles daneben gesetzt haben. Das hier und die eine. Und dann haben wir jetzt hier noch die, warte mal, wir lassen das mal alles einsaugen, bauen das nochmal neu. Habe ich ein bisschen einfacher jetzt. Zieh mal ein da, Kollege. Und jetzt ist es auch Tag dadurch geworden. Aber ich kann, die kann ich verbauen, guck mal hier. Die ist nämlich auch richtig geil, die Knarre. Warte mal, dafür müsste ich lediglich... Ja, pass auf. Dafür muss ich lediglich die und die abbauen. Da kann ich nämlich... Wo ist die hin? Ach, da. Scheiße, geht nicht. Wahrscheinlich, weil ich die Dingens da vorne... Oder nee, die braucht drei, ne? Ich glaube, die braucht drei. Daran liegt es, glaube ich. Weil ich kann die nicht hier dran setzen. Wir könnten es vielleicht trotzdem so machen, dass wir... Die Shotgun noch wegtun, oder die noch wegtun, die eine hier hin, die noch wegtun und dann hier nochmal Blöcke vorsetzen und dann, achso, der hat die eingesaugt, Moment, Knarren, nee, achso, ich hab die, ich durfte jetzt davon dran gebaut, ha, siehst du, geht nämlich, ha, Junge, das ist mal aus dem Kravenzmann. Läuft, geile Sache. Richtig geil. Mega nice. Auf jeden Fall. Achtung. Pam, Junge. Und mach's gut. Das ist so krass. Alter, was ich für eine Feuerkraft mittlerweile habe. Das ist so shit. Der shit einfach nur. Batz, Junge. Und pam. Und komm noch einen hinterher und noch wiedersehen. Ach, das ist so schön, dieses Spiel. Ach, guck mal hier. Willst du was? Willst du haben, Mann? Kein Problem. Guck mal hier, auf Wiedersehen. Dankeschön. Der Feind hat die Alarmsignale gesendet und Feind arbeitet in der Position. Kein Problem. Ich gehe mal schon hin.